So, hallo. Wir sind mittlerweile eine Stunde im Ravenpeak-Kampf drinne und ich habe jetzt bewusst die Folge noch nicht hochgeladen, denn je nachdem, wie schnell ich den Kampf jetzt schaffe, hänge ich das hinten dran oder nicht. Heißt allerdings natürlich jetzt für euch, wäre das jetzt ein gewisser Spoiler, wenn das in dem Part sozusagen jetzt noch passiert, den ihr gerade schaut. Also wenn das noch der Part Nummer 28 ist. Dann schaffe ich es innerhalb der nächsten, Nummer 29, ja moin. Dann schaffe ich es innerhalb der nächsten 10 bis 20 Minuten. Wenn es jetzt der Part 30 ist, klar, ne? Dann hat es länger gedauert. Okay, ab nach oben. Wir wissen, was wir tun müssen. Wir wissen alles. Also ich glaube, viel mehr Strategien als die wir gefunden haben, gibt es auch nicht. Keine Ahnung. Ich muss einfach nur durchhalten. Es ist einfach ein Ausdauerkampf. Ich muss jetzt halt erstmal wieder reinkommen. Ich wette die ersten. Ja, moin. Die. Wow. Ja. Es ist okay. Wenn der einen so in der Ecke, ne? Wie ging das nochmal? Ach, scheiße. Ah, wie habe ich denn die Kugel. Ach, irgendwie habe ich die Kugel kaputt gemacht. Ja, moin. Okay, ich glaube, ich glaube, ich muss den erstmal wieder lernen. Naja, okay. Okay. Es ist, ich dachte eigentlich. Wie habe ich denn diese scheiß Kugel kaputt gemacht? Hilfe! Ah, vier Raketen, okay. Ich habe doch nicht Raketen. Alter! Kann ich unter dir eigentlich. Gut. Ich glaube, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ja, moin. Nein, die Kugel habe ich mit Powerbomb. Ja, aber mit Raketen ging es auch, haben wir gerade gesehen. Vier Raketen haben die gebraucht. Ach so. Vier Raketen für die Kugel. Also, wenn die weit genug weg ist, könnte das sogar auch funktionieren, oder? Ah, das ist nicht die Rakete. Ah, Mann! Ich muss das erstmal wieder lernen. Erstmal wieder lernen hier. Eins, zwei, Scheiße. Okay. Wait a mo. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ah, ja, ich weiß nicht, ob das besser ist, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, oder? Weil es gibt ja. Ich glaube, das ist effektiv. Ich muss mal was testen, wenn der diesen Dash-Angriff macht. Kann ich den paar. Moin. Kann ich den parieren? Scheiße. Ja, jetzt macht er den. Und das kann ich ja sowieso parieren. Ah, okay. Ja, das geht aber am Anfang nur ganz kurz. Ich glaube, das. Ah, scheiße. Aber ich glaube, das ist so mit der Kugel besser. Ich weiß es noch nicht. Ah, das meine ich. Das meine ich. Ich glaube, ich kann das parieren. Das hat so einen Leuchtdings dabei. Und normalerweise kann man so Leuchtdings doch parieren, oder nicht? Ja, gut, jetzt können wir sowieso parieren. Und jetzt, wenn ich schnell genug mashe, schaffe ich es in der Phase. Ah, das ist so gut. Es ist so gut, wenn man den schnell genug masht, dann schafft man ihn in der Phase einfach weg. So, jetzt kommen die Flügel. Muss ich einfach nur ausweichen mit diesem scheiß Laser. Dieser scheiß Laser war das Hauptproblem. Ah, nee, der nicht, der nicht, der nicht. Scheiße. Mann! Nee, ich glaube.
ich habe Quatsch gemacht. Ich glaube, ich will nicht wechseln. Ich glaube, ich will normal angreifen. Ich war mir überlegen, wobei... Ich meine, in solchen Momenten könnte ich halt auch die normale Attacke fahren. Na, da könnte ich dann auch die Raketen fahren. Es gibt, glaube ich, schon Momente, wo die Raketen effizient sind. Jetzt zum Beispiel. Ja, und jetzt auch wieder. Ich glaube, das macht schon mehr Schaden. Jetzt halt wieder ausweichen. Da habe ich halt super viel Möglichkeiten, ihm die Raketen ins Gesicht zu drücken. Ah, scheiße. Also es bleibt halt ein Ausdauerkampf. Er hält halt einfach sau viel aus. Ah Mann, ich mache mal den Quatsch. Alter, ich bin so blöd, ne? Ich glaube, das normale Schießen ist trotzdem effizienter. Also die Raketen, irgendwie fühlen sich die sich jetzt nicht so nützlich an. Ah Mann! Muss ich ja gestehen. Okay, da war die Phase zu Ende. Und jetzt die Endphase. Jo, alles klar. Und wenn er diese Kugel macht, diese Sonnenkugel, dann muss ich auf jeden Fall die Powerbomb machen. Die ist super gut, weil die halt schön Energie gibt. Genau die. Die ist super wichtig. Das meine ich, die Attacke. Ich glaube, die kann ich parieren, aber das würde ich lieber nicht jetzt testen wollen. Ach, Scheißdreck. Ich verliere zu viel Energie. Oh ja, die scheiß Laserattacke. Die ist ganz kritisch. Da, das meine ich. Ich glaube, die kann ich parieren. Aber wie gesagt, ich teste es lieber nicht. Ah, leck mich doch am... Okay, die machen wir gleich wieder. Sehr gut. Nein, 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 nein. Schön ausweichen. Scheiße. Das war blöd. Nein! Jetzt bin ich wieder da gefangen in seiner Kacke. Ah, das wollte ich, dem wollte ich, genau der Scheiße wollte ich ausweichen. Jetzt macht er wieder seinen scheiß Laser. Gleich nochmal. Nochmal. Was mir aber zeigt, dass ich glaube ich, ihn bald habe. Junge, wie viel willst du noch aushalten? Okay. Ja, scheiße, weg. Weg, 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 weg. Ein Laser. Kein Laser mehr. Okay. Wieder Laser.
Aber ich meine, energietechnisch... Er kann mir gerade relativ wenig. Ich kriege eigentlich die ganze Zeit Energie zurück. Das passt ja eigentlich, ne? Oh mein Gott! Hab ich's verkackt? Scheiße. Okay, da kommt nochmal, da kommt nochmal. Oh Gott, das wäre es wahrscheinlich gewesen, ne? Da kommt einfach nochmal ein scheiß Quicktime-Event. Wie oft muss ich jetzt nochmal angreifen, bis das wieder kommt? Okay. Noch eins? Nein, das war's, oder? Das war's. Wir sind in der... wir sind nicht mehr in einer... Wir sind in der Dings. Oh, Metroid DNS macht ein Ding. Genau, und er ist ja auch noch da. Vergiss es, Kollege. Sheesh. Ey, wir verwandeln uns tatsächlich zu einem Metroid-Ding, oder? Holy shit. Samus hat sich verwandelt. So, also es sah so aus. Yikes. Also das sah schon kritisch aus, wie Samus jetzt am Schluss gewirkt hat. Ja, holy moly. Was ist das denn? Oh shit, kommt noch ein Kampf. Oh nein, es kommt noch eine Kampfphase. Wird jetzt von dem X noch übernommen? Nee, das zerstört ihn, das X. Fuck. Was? What? What? Was? Okay, darf ich bitte da starten? Darf ich bitte hier starten? Was ist passiert? Okay, danke. Okay. Ja gut, das ist dann passiert. Holy shit, was kann sie denn plötzlich dafür Zeug?
Alter, sie hat ja komplett... Ach so, wir haben noch so eine... Die typische Fluchtphase, ja? Wir sind jetzt hier unten und müssen hier zum Schiff. Okay. Ja komm, das machen wir jetzt aber. Dann machen wir doch einen neuen Part. Ist in Ordnung, kein Problem. Das hänge ich nicht hinten dran. Ja, hier hoch. Aber was ist denn jetzt mit Samus passiert? Hyperbeam. Metroid Suit. Holy shit! Die Metroid-DNS im Inneren von Samus ist völlig außer Kontrolle, hat sie in einen Organismus verwandelt, der im Grunde genommen ein Metroid ist. Ja, so sieht sie aus. Alter! Das ist... So krass sah Samus noch nie aus. Aber hat der Beam jetzt dadurch auch einen neuen Namen bekommen? Ach ja, Hyperbeam, ja moin. Hierbei entfesselt Samus die in ihrem schlummernde Macht, wodurch die Fähigkeit des Waffenarms kombiniert werden. Daraus resultiert ein Beam mit verheerender Durchschlagskraft. Alter. Das ist einfach nur krank. Wir haben auch keine Energieanzeige mehr, also wir sind gerade unverwundbar einfach. Geht einfach alles hier kaputt. So rum, okay. Bin ich jetzt dumm? Ich komme hier nicht durch? Verarschen? Ah, hier oben muss ich durch. Es geht auch nicht auf. Hallo? Die Tür... Also, ich kann alles zerstören, aber die Türen gehen nicht auf. What? Kann ich hier rum? Sich so rumgehen. Ah, hier unten gehen. Also, ich kann alles zerstören, aber die Türen, wo ich eigentlich durch will, die gehen nicht auf. Okay. Die kann ich... Da ist der Beam dann zu krass. Also, da ist der Beam dann zu schwach. Die Türen sind einfach viel zu krass. Ja, und das war jetzt zum Schluss leider kein richtiger Kampf mehr. Das war einfach nur... Naja. Man hat den Laser halt rechtzeitig aufladen müssen, aber das musste man halt erstmal wissen. Jetzt geht's hier nach oben durch, ne? Ja, okay, alles klar. Okay, und hier waren wir noch nicht. Am besten zerstöre ich jetzt mein Schiff. Ich gehe einfach mit dem Laser zu meinem Schiff, schieß gegen das Schiff und Schiff geht kaputt. Oh, schade. Das ist ja blöd gelaufen. Jawohl, wir sind hier. Tu es nicht. Das wird die Energievorräte des Schiffs vernichten. Okay, höre ich jetzt Adam oder was ist los? Holy f... Das ist jetzt aber der von dem X kontrolliert wird. Weil der andere ist doch... Also er ist ja eigentlich tot. Oder was ist passiert? Oh, das X... Das X bringt mich zurück in meine eigentliche Form. Okay. Und ein weiterer Planet verabschiedet sich, nachdem wir auf ihm waren. Alle Planeten, wo Samus drauf ist, gehen kaputt. Alle Raumschiffe, auf denen Samus ist, gehen kaputt. Ja, moin. Samus fliegt immer irgendwo hin und wenn sie das verlässt, explodiert's.
Okay, das war Metroid Dread. Ja, unfassbar. Und wir haben es mit 100% abgeschlossen. Das war ein großartiges Metroid. Also, wenn man die... Also, vor allem, wenn man halt die Teile vorher auch gespielt hat, die anderen, ne? Dann war das wirklich, wirklich ein guter fünfter Teil. Ich würde sagen, spielerisch bleibt mein Favorit Fusion, also Metroid 4. Fusion ist einfach geil. Ich wüsste jetzt aber auch gar nicht, ehrlich gesagt. Warum ich sagen würde, dass Fusion besser ist als 5. 5 ist halt einfach anders. Es ist ein Metroid, aber es ist halt anders. Du hast hier noch mehr so Kampfelemente, die du halt in anderen Metroids nicht hattest. Dieses Parieren und so weiter, was sie jetzt mit eingebaut haben. Was natürlich auch eben einfach dadurch, dass es jetzt auf der Switch läuft, halt mehr Möglichkeiten auch geboten hat. So. Auch überhaupt, dadurch, dass du halt so in den 3D-Wechsel gehen konntest. Na, da gab es deutlich mehr Möglichkeiten. Wenn ich es jetzt vergleichen müsste mit zum Beispiel Other M, fällt es mir noch schwieriger, weil Other M war auch ein großartiges Metroid. Also Other M habe ich auch sehr gefeiert. Aber es war halt auch ein anderes Metroid. Es war ja so eine Mischung aus 2D und 3D. Finde ich schwierig zu vergleichen. Da würde ich wirklich lieber... Also Other M würde ich komplett rausnehmen. Dann gibt es ja noch Metroid Prime, die Reihe, aber das ist ja komplett nur Ego-Shooter. Auch großartig, gar keine Frage. Also es sind alle Metroid-Spiele sind absolut großartig. Ich mag die Serie sehr. Deswegen habe ich mich auch mega gefreut, als Metroid Dread rauskam und habe mir auch keinen Trailer und nichts angeschaut, bis halt auf den, also es ist halt der Release-Trailer so, den habe ich halt noch angeschaut, weil da wusste ich ja nicht, dass es der Release-Trailer von Metroid Dread wird. Aber danach habe ich alles versucht zu vermeiden, eben weil ich hier nicht mich spoilern lassen wollte. Es hat auch gut funktioniert. Also ich habe effektiv nichts gewusst. Und dadurch konnte ich, denke ich, das Spiel durchaus mehr genießen, als wenn ich diese ganzen... Ich habe es ja gesehen. Der Nintendo-Kanal hat so viele Videos rausgebracht, kurz bevor Metroid Dread released wurde. Mit hier und da und das und jenes und alles Mögliche. Und das finde ich immer ärgerlich, weil... Also ich möchte das nicht sehen vorher. Ich brauche nicht 20 Videos, bevor ich mir ein Spiel kaufe. Das sehe ich alle schon, das finde ich langweilig. Aber kann natürlich jeder selber machen, wenn Leute das brauchen zur Motivation, ja, dann bitte. Ja, aber jetzt, ich bin begeistert. Es war ein echt schönes Spiel. Es hatte einen ordentlichen Schwierigkeitsgrad, mein lieber Scholli. Die Emmys haben am Anfang noch am ehesten, wobei eigentlich war nur der vorletzte Emmy. Die war nicht mehr ganz so schlimm, weil man da halt dann die Screw Attack und alles hatte. Aber ansonsten waren eigentlich die Emmys schon eine recht gute Idee, die sie hatten. Ich habe storytechnisch nicht so ganz alles kapiert, muss ich gestehen. Warum jetzt zum Beispiel der X uns am Schluss geholfen hat. Aber gut, das ist... Ja, ich könnte mir was... Ja... Ja, ich könnte mir was denken. Aber das mit der Metroid-DNS am Schluss, das war gerade echt krass, ne? Samus ist einfach zu Metroid geworden. Das könnte man halt in einem der kommenden Spiele wieder aufgreifen. Andererseits hat natürlich der X durch das Eindringen die Metroid-DNS wieder vernichtet, schätze ich mal. So, wir müssten 100% haben. Werden die Prozente gar nicht aufgezählt? Benötigte Zeit 12:38 und das war's.
Ah. Zero Mission, ja, das ist das Game Advance Spiel. Ach, gibt's jetzt hier verschiedene Bilder oder was? Schwerer Mo. Ja, nee, ist klar. 100%, aber da steht's. Wir haben alles abgeschlossen. Intertat 2. Ach, ich kopiere es mal und starte es mal. Und wir gucken mal, wo wir dann loslegen. Neuer Inhalt in der Galerie freigeschaltet. Extras. Galerie. Oha, okay. Dann lass uns doch mal die Bilder durchgehen. Das ist Ravenbeak. Mit einem kaputten Emmy. Bedienoberfläche ausblenden, ja bitte. Oh, das ist... Das sind die Chosu-Krieger gegen Quaid. Das ist der Dings von gerade. Was macht der da? Was programmiert der da? Ist das das ist das Experiment-Ding. Das ist das Experiment-Ding, ja. Das ist auch das Wassergegner-Ding-Viech. Sollen die da reingestoßen werden? Oh mein Gott, ich glaube, die sollen da reingestoßen werden. Kritisch. Das sind alle Bosse hier, die hier gezeigt werden. Das sind alle Bosse hier. Das war der erste Boss, den wir hatten. Da werden die Emmys studiert. Ich hab seinen Namen vergessen. Irgendwas mit Cloak, oder? Irgendwas mit Cloak. Ich habe einfach seinen Namen vergessen. Alter, das sieht schon richtig cool aus. Mother, Metroid. Die normale Samus müsste man ja fast sagen. Das ist von Super Metroid sozusagen, ne? Okay. Das war das. Ah, das war das da unten. Das war das School Attack-Symbol. Chozo-Archiv, okay. Belohnungen, R. Warum ist... Okay. Zero Mission. Gibt es dann für jedes... Wie kriege ich die anderen Dinger? Logbuch. Ja, gut. Auf einen mysteriösen Feind getroffen. Ja, das, also Dings kommt hier gar nicht mehr vor, dass man den besiegt hat. Das sieht man hier nicht. Okay, ich verstehe. Wenn ich jetzt Fortsetzen mache, wo komme ich dann raus? Wahrscheinlich da, wo wir kurz vor dem Kampf sind. Wahrscheinlich halt genau dort, wo wir vor dem Kampf sind. Ballspark, ja, gut. Nö. Ach so, doch, ja, klar, weil... Genau, weil hier haben wir zuletzt gespeichert und hier ging es dann hoch zu Dings. Genau, da ist ja der Aufzug. Okay, ja gut. Gehen wir wieder raus. Was? Helligkeit anpassen? System Amiibo? HD-Vibration rein? Ach lol, das habe ich nie gefunden.
Hätte ich was umstellen können? Nee, da kann ich nur gucken. Ja, okay. Ah, in dem Menü war ich nie drin. Ja, moin. Okay, wenn ich jetzt hier also ein neues Dings starte. Deswegen habe ich es ja gemacht. Dann könnte ich jetzt praktisch hier schwerer Modus wählen. Modus für erfahrene Spieler. Ja, moin. Nee, danke. Okay. Sind halt die Gegner wahrscheinlich stärker und weiß ich nicht, was noch alles dazu kommt. Keine Ahnung. Ist natürlich nichts, was wir jetzt noch machen werden. Gut. Dann war's das mit Metroid Dread. Solltet ihr noch irgendwas wissen, dass ich noch irgendwas auf die Schnelle machen kann, lasst es mich gerne wissen. Aber ich schätze, alles andere hängt dann mit dem schweren Modus zusammen oder so, wenn man da noch mehr freischalten will. Denn die 100% haben wir. Mehr hätte ich, glaube ich, jetzt da nicht machen können. Vielleicht, dass man schneller ist, ne? Dass man auf Geschwindigkeit spielt. Das ist natürlich auch möglich. Und natürlich ist es sicherlich auch möglich, dass man eben nicht alle Items mitnimmt, sondern nur schnell versucht durchzukommen und dann halt mit weniger Energy Tanks bei Ravenpeak am Ende ist. Das wäre auch kritisch. Aber ist egal jetzt. Darum geht es uns nicht mehr. Wir sind durch. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Und ich denke, weiter geht es. Zumindest ist das mein Plan aktuell. Mit... Hier. Sag schnell. Mit, nicht Undertale. Deltarune. Deltarune. Na, also, das kann man mittlerweile ja auch auf die Switch runterladen. Ich denke, das werde ich machen. Weil dann spiele ich es direkt an der Switch. Das ist am bequemsten für mich. Und ja, ich denke man... Ich weiß nicht, wie es ist. Ich habe ja Chapter 1 auf dem Computer gespielt. Brauche ich meine Daten noch, die ich in Chapter 1 hatte? Oder kann man einfach... Ah, das muss ich rausfinden. Brauche ich jetzt nicht rumfragen, muss ich rausfinden. Danke fürs Zuschauen. Und... Tschüss.